Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Es wird dunkel. Und wir haben kein Bett hier. Verdammt. Egal. So. Problem ist natürlich, wenn wir uns jetzt einfach nach unten bauen. Verdammt. Wir gehen mal doch nochmal nach oben. Wir sollten uns bei so einem Home-Punkt setzen. Denn das Klettern der dieser Leiter dauert ewig. Oh mein Gott. Haben wir jetzt schon? Wie viele Punkte haben wir jetzt schon? Auch bisher nur zwei. Gut. Dann können wir hier noch einen Hauptpunkt setzen. Mine. So, Set Home Mine. Perfekt. So. Wir nehmen wir doch noch mal das Ding mit und das nehmen wir dann nämlich zum Vorstechen. Da können wir nämlich in den Boden stechen und können damit gucken, ob in der Nähe irgendwas ist, was uns gefährlich werden könnte. Nö, keine Höhle. Okay. Haben schon wieder nichts zum Essen mitgenommen, ne? Ah. Ist das geil, Alter, wie schnell wir vorankommen. Boah, ist das krank, Alter. Wenn man denkt, wie lange wir für sowas früher gebraucht hätten, ne? Und jetzt einfach so, wupp. Nix wie Idefix. Was? Egal. Es ist krank. Da ist schon echt krank gut. Wir gehen mal at home. Wir haben leider nichts so wie Wolle oder sowas, ne? Womit wir so ein Bett. Ganz ehrlich, komm, dann bauen wir uns mal schnell ein Bett aus ein paar Blättern. Da haben wir so ein paar, ne? So ein schönes künstliches Bett. Ist sogar noch breiter. Ach ja. Was essen müssen wir ja auch noch. Dankeschön. So. Und dann packen wir uns mal hier schön aufs Bett drauf. Was für eine ruhige Nacht. Oh, war das ein gutes Nickerchen auf diesen wunderschön weichen Blättern. Das sind ja gar keine Blätter, das sind Nadeln. Ja, aber das ist ein gutes Nickerchen auf diesen Folterbett. Okay. The fuck? Ja, egal. Zum Schlafen hat es gereicht. Also sind wir glücklich. So, wächst hier mal bitte was? We need more wood in my hood. Okay, let's go. Die erste ist schon zur Hälfte weg. Alter, wie tief das schon geht. Ich sehe, wir müssen auch darauf achten, wie tief es eigentlich geht, ne? Ja, heftig. Wo sind wir eigentlich gerade? Ach, gerade mal bei minus 76. Es geht ja noch voll. Komm, oh, mit dir. So, da. So, das heißt, wir sind jetzt bei minus 76. Wir brauchen also noch ungefähr diese beiden Stacks. Eigentlich nicht. Sagen wir mal so. Nein. So, diese beiden Stacks und dann sind wir auf der richtigen Höhe ungefähr. Warum haben wir so viel Sand? Jutchen, was mal hier? Was ist denn mit meinen Strümpfen los hier? Weg damit. So, okay. So, ja. Noch 150 Blöcke in die Tiefe, ungefähr. Da wollen wir mal schauen, ob uns da. Aber hier ist halt nichts an Mineralien. Wir haben 8 mal Kohle bekommen, ernsthaft? So.
Na, das haben wir schon einmal so gesagt. Okay, die erste ist mittlerweile fast aufgebraucht. Und Akku leer. Oh, Eisen! Yeah, wir haben Eisen. Eisen, Baba! Gut, da habe ich keine Spitzhacke dabei. Verdammt. Egal. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich eher nicht, aber auch egal. Verdammt. Das Schöne ist, wenn wir die Leitern hier aufbauen, bekommen wir auch die Leitern zurück, ne? So die Theorie. Bin ich denn hier? Achso, die Sandel. Warum kann ich das Leiter wegbauen? Und jetzt die Sandel bauen. Fällt der runter? Ja, tatsächlich. LOL. Ich bin mal gespannt. Müsst ihr eigentlich, wenn ich jetzt hier so, müsste wir, genau. Ob ich jetzt hier anklicke, ich stelle mich mal am besten so hin. Ah, funktioniert auch. LOL. Voll witzig. Ist so, haben wir jetzt leider direkt wieder zurückbekommen. Oh, manchmal ist ein kleiner klebender Ort oben dran. Ne? Gut, dann wollen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen hoch. Hä? Oh. So. Bauarbeiter. Ich bin's, der Bauarbeiter. Sind wir auf der richtigen Seite? Ja, doch, da oben ist Leiter. Okay. Alter, wie schnell es runtergeht. Als ob wir jetzt schon mehr als 50 Blöcke gerade gemacht haben. Das geht ja ratzfatz mit dem Werkzeug. Boah, Alter, ist das geil. Oh, das wird ein Spaß, du. Das wird ein Spaß. Guck mal, ganz viel Kupfer. Und Eisen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal mit der Spitzhacke runter. Ich meine, nee, nicht, dass wir unbedingt Eisen brauchen, aber es sieht so gut aus. So. 70 müssen wir noch runter. Oh, da unten kommt eine Höhle. Das heißt, da müssen wir dann aufpassen langsam. Hallo? Hä? Ach nee, da hat der Laser nur schief geschossen. Wow. Danke. Ah, super. Okay. So, dann machen wir mal. Halt. Direkt Leitern hin. So. Ich versuche immer möglichst weit in die Richtung zu stehen, dass wir beim Hochgehen gleichzeitig alle Blöcke einsammeln. Ja, das war ja super genial. Tschüss, Leiter. Vielleicht muss ich mal gucken, dass ich die Mod ein bisschen umbaue, damit die Blöcke nicht immer so hoch schießen. Andererseits, wie gesagt, Mod manipulieren, das wird immer blöd, weil wenn ich dann die Mod immer irgendwann update, Alter, kann man die mal hier hinstellen? Alter, oh, wie viel Stein wir haben. Ach du Kacke. Und wie viele, guck mal, das ist alles, was wir anderes rausbekommen haben. Das ist halt nix. So, überhaupt nix. So. Oh, sieht clean aus. Okay, let's go. Oh, jetzt haben wir gerade ein bisschen viel Eisen bekommen. Jetzt wird es gerade genau durch eine Ader gerauscht. Ja, das ist auch schon ein bisschen besser. So. Ja, der Bohrer ist auch bald leer.
Aber dann müssen wir eigentlich schon fast auf der richtigen Höhe sein, ne? Mithril. So, und dann hoffe ich mal, dass wir hier auch an einem Punkt sind, wo wir tatsächlich auch Uran finden. Nicht, dass die gesamte Baukonstruktion komplett umsonst war, fällt mir gerade mal so auf. Weißt du, wir haben schon angefangen, Haus zu bauen und Kisten zu bauen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob wir überhaupt Uran haben. War ja auch ein bisschen dumm von mir, ne? Naja, was soll's. Lieber Uran-Gott, lasset uns ein Gau haben. So, wir haben noch 16 Leitern. Okay, das heißt, wir sind bald da. Lasset uns crossen die Finger. Gut. Machen wir lieber hier manuell. So, so, so. Wir waren jetzt 3, ne? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein! Akku leer. Verdammt. So, wie tief sind wir jetzt? Ach du Scheiße. Okay, wir haben Uran gefunden. So, das heißt, ab jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Rüstung. Weil, für die, die es noch nicht wussten, Uran verursacht Verstrahlung. Und im Gegensatz zu echtem Uran, wo die Verstrahlung eher gering ist, weil es ja noch nicht angereichert ist, ist das Zeug direkt tödlich. Also, sowas von tödlich. Dass man da relativ viel Schaden bekommt. Gut, das heißt, wir gehen zu unserem Haum. Und swimmen mal nach Hause und laden unsere Geräte auf. Erstmal laden wir uns ab. So, Stein mache ich erstmal komplett in die Kiste hier rein. Beziehungsweise, nee, komm, kann ich eigentlich alles mitnehmen. Weil hier werden wir niemals so viel Stein gebrauchen. Das heißt, den ganzen Kladderadatsch nehmen wir mal direkt mit nach Hause. Was mache ich eigentlich? Wir haben noch Backpacks. Was ist das denn hier? So, dann können wir das ganze Scheiße nämlich zu Hause einlagern. Gut, wir haben gerade mal einen einzigen Block. Gut, ein bisschen lasse ich dann doch noch hier. So ungefähr, für den Fall der Fälle. So. Gut. Da, 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 da. Ja, wir haben Uran gefunden. Geil. So, das heißt, wir müssen uns bei der Gegend nur noch in die Breite bauen. Halt, ich wollte raufgehen, nicht abbauen. So. Tja, ist die Frage, ob wir, also in welche Richtung wir bauen oder ob wir einfach in alle Richtungen bauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Leitern machen. Ich sag mal, wir kriegen uns erstmal in alle Richtungen. Und dann, da wo wir am meisten finden, in die Richtung bauen wir halt weiter ab. Beziehungsweise, wir bauen es einfach in jede Richtung und immer wenn die Richtung erschöpft zu sein scheint, bauen wir halt einfach in eine andere Richtung ab. So, YOLO. Oh, das wird ein Spaß, Alter. Oh, Uran. Gut, in die Richtung hier wollen wir wahrscheinlich nicht bauen, weil, wie gesagt, hier ist ja bereits alles erforscht und generiert, bevor Uran da war. Deswegen finden wir bei uns nichts oder haben bei uns nichts gefunden. Das heißt, wir brauchen uns bloß in die anderen drei Himmelsrichtungen bauen. Wobei in die Himmelsrichtung wahrscheinlich auch nicht, weil dort ist ja Spawn-Gebiet. Vielleicht war da auch schon erforscht. Das heißt, die höchste Wahrscheinlichkeit haben wir in die Richtung und in die Richtung. Da haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir da was finden. Aber wie gesagt, wir werden einfach mal in alle vier Himmelsrichtungen gucken. Alter, wie sich das Dach da mal wechselt in der Ferne. Sieht immer voll witzig aus. Schöne Muster. Ja, ja. So. Oh, ich bin so aufgeregt, alter Uran. So verstrahlt war ich noch nie. Hallo? Lass mich durch. Ich bin Arzt. Weißt du was? Achso, halt. Bevor wir das machen, schließen wir mal kurz unsere Geräte an. Denn die brauche ich ja eh immer ewig.
So, den auch gleich mal. Warum nicht? So, ne? So, und jetzt haben wir ganz in Ruhe Zeit, hier mal einmal durchzuforsten und mal hier. So. Bäre klein ging allein in die weite Welt hinein. So, aber wieder ein paar Bären. Dankeschön. Sehr geil. So, und wir bringen mal direkt unseren Stein weg. So. Achso, halt andersrum. So. Voilà. Jetzt haben wir. Alter. 26.000. Und wir haben hier schon. Achso, nee, sind nur 5er. Siehst du, wir haben doch noch haufenweise von solchen Dingern, ne? Waren die hier? Nee, die waren oben. Die waren oben. Haben wir auch plus 5er? Ja, es sind auch alles plus 5er. Schade. Alter, das ist alles mit diesen 5ern Dingern voll. Und die Kiste ist trotzdem schon halb voll. What the fuck, Alter. 52% gefüllt. Obwohl er hier schon haufenweise Upgrades drin hat. Ah, wir finden ganz schön viel Stein, muss man sagen. Das ist schon echt, also keine andere Kiste wird jemals so voll sein wie die. Das ist schon echt krank. Ich glaube, für die Kiste lohnt es sich wirklich bald höhere Upgrades zu machen. Ich kann mal gucken, was gab es nochmal alles. Upgrade. Oh, das war 13-fach immerhin. 3er interessiert uns gar nicht. 8er, nee. 2, 5, 8, 13 ist das höchste. Okay. Ja, da brauchen wir aber boah, für ein Upgrade 4x Mithril. Ich meine, auf der anderen Seite, es lohnt sich, weil Mithril brauchen wir für kaum was anderes. Andererseits würde ich jetzt natürlich auch nicht zu viel Mithril dafür verschwenden. Deswegen mal gucken, wie viel wir haben. Oh, okay. Oh, okay. Wir haben mehr als genug Mithril. Das heißt, da können wir locker. Also wir brauchen 4 war für einen, das heißt, wir brauchen insgesamt 20 Stück. So, da wir immer 2 aus einem bekommen, brauchen wir also gerade mal 10 Blöcke. Das geht vollkommen klar. Das geht aber sowas von klar. Das glaubst du ja nicht. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen hiervon 5 Stück und 20 Stöcker. 20 Stöcke ist eine Leichtigkeit. Das kriegen wir halt direkt hin. Hallo? Da? So, und wir brauchen. Oh, davon haben wir nur einen einzigen. Alter, ja, hier haben wir auch noch 20.000 von den Dingern. Kann man die nicht stacken? Wieso kann man die nicht stacken? Warum kann man die Dinger nicht stacken? Warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, ob man die unten in so eine Kiste reinbekommt. Weil da gehen ja normalerweise auch nur Sachen rein, die man stacken kann. Aber es ist halt Bullshit, dass wir dafür halt alles voll haben. Ne, geht nicht rein. Boah, Alter. Na ja, super. Weißt du was? Denn leck mich. Wir haben hier eine Menge davon. Wir haben hier eine ganze Menge davon. Das heißt, ich baue irgendwo versteckt mal eine Doppelkiste hin. So, hier ist noch Holz. Ach, wir haben alle Holzkisten nach drüben gebracht. Fuck. Oh Gott. Fuck my ass. Alter, warum haben wir davon so viele gemacht? Was ist passiert? Warum haben wir diese getan? Warum haben wir hiervon so viel? Alter, was ist denn los hier? Ist ja alles voll mit diesen Dingern. Ach, du Scheiß, die Wand an. Ah, da müssen wir irgendwo ganz versteckt irgendwo eine Kiste ablegen. Am besten hier hinten, so da hinten. Wo die keiner sieht, wo wir die Dinger einfach hinklatschen können und einfach vergessen können.
Das ist ja... Nimmer wegschmeißen wäre vielleicht ein bisschen schade drum. Andererseits ist halt bloß ein bisschen Obsidian. Und Obsidian haben wir, kriegen wir am schnellsten. Boah, ich weiß nicht. Ah, verdammt, komm. Home. Mein. Ja, geil. Gib mal her, ja, ein paar von den Kisten. Hier haben wir ja Doppelkiste. Danke, reicht vollkommen aus. Machen wir mal. Weil das kannst du dir ja nicht angucken. Das ist ja, ist ja krebserregend. So. Weg da mit dir. So, hier war. Nee, wo waren die jetzt? Achso, hier oben, genau. Mir fällt gerade auf. Die sind immer noch alle da, weil ich die von gar nicht da. Die Dwarver greifen ja gar nicht auf die Rucksäcke drauf zu, zum Glück. Das heißt, ich hab die Steine gar nicht abgelegt vorhin. Lol. So, jetzt nochmal. Oh. Ah, schon 54% voll. Schon wieder 2%. Fuck off. Oh Mann, Alter. Ah, es ist nicht gut. So, ja, ja, erstmal hier. So. Und jetzt ihr. So. So viel Upgrade. Klar, ich meine, wir könnten jetzt auch einfach bei uns alle in irgendwelche Drawer packen. Dafür sind sie ja letztendlich da. Aber da jetzt erstmal rauszugucken, wo es am sinnvollsten wäre. Nee. Ich pack die erstmal weg. Und wenn wir sie dann irgendwann mal brauchen sollten, haben wir vergessen, wo sie liegen. Und dann bauen wir eh wieder neue. Also von daher. Drauf geschissen. So. Rinder. Okay, ich sehe gerade, eine normale Kiste hätte vielleicht doch gereicht. Ja, eine normale Kiste hätte gereicht. Ist gerade so etwas weniger als halb voll. Ist ja eine ungerade Anzahl. Etwas weniger als halb voll, also eine normale Kiste hätte gereicht. Egal. So, jetzt müssen wir mal was gucken hier. Also, die bekommt man aus dem Dwar. Das heißt, wir brauchen erstmal noch drei Dwar. Das Wort kann man nicht aussprechen, ohne dass es komisch klingt. Haben wir noch Dwar? Nö. Das heißt, wir müssen uns erstmal Dwar bauen. Sad life. So, Dwar, wie gehen die? Eine Kiste und Holz. Kisten haben wir gar keine. Alter, wir hatten doch früher so viel Scheiße. Wo ist die ganze Scheiße hin? Lol. Okay. Ja gut, dann wir haben auch mittlerweile kaum noch Holz. Haben wir das ganze Holz nach unten gebracht oder was? Achso, du hörst wieder zu. Haben wir hier Holz? Nö. Alter, wir haben ja kaum noch Holz. Wir müssen mal wieder ein paar Bäume abschlachten hier. Das geht ja gar nicht so. Okay. Ja, so, dann müssen wir mal wieder ein bisschen Holz holzen. Ist ja gar nichts. Alter Schwede. Ja. Das sieht doch ein Holztor aus. Gut, dann gucken wir erstmal, was wir hier noch so haben. Normales Holz haben wir nämlich gar keins mehr, sehe ich gerade. Verdammte Scheiße. Gut, brauchen wir aber auch nicht, soweit ich weiß. Von daher nehmen wir einfach mal das Holz hier. So, dann nehmen wir davon mal... wir brauchen 4 Kisten. So. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen Holz. 6,24 brauchen wir. So. Und jetzt brauchen wir noch Stöcker. Und zwar brauchen wir 8 Stöcker, also 32 Stöcker.
Das heißt, wir brauchen 8 Blöcke. Stockmacher. Lol. Was es alles Achievements gibt. So, und jetzt müsste ich dir reinklatschen können. Perf. Ach, guck mal. Nee. Egal, komm her damit. Gut, jetzt haben wir wieder ganz viele Upgrade-Vorausdinger da, Vorlagen, genau. Und jetzt daraus müssen wir das Ding dann machen. Da brauchen wir also erstmal 10 mal Mithril haben wir bereits. 20 Stöcke haben wir auch. Da brauchen wir das bloß noch in die Schleifmaschine packen. Hätten wir schon längst machen können. Aber Ronny, ganz, ganz dumm, hat es natürlich wieder vergessen. So, wir haben ja jetzt guten Werkzeuge hier, Alter. Ist das geil. So, welches haben wir schon? Ja, komm, komm. Ja, perfekt. So, die müssen wir jetzt bloß noch einschmelzen. Let's go. Ich mag diese Technikanlage. Die ist so schön. So effizient. So geil. Gefällt mir. So. Perfekt. Okay. So. Und daraus. Alles. So, genau. Haben wir genau 5 Stück. Ach ja, die kann man auch nicht stacken. So. Jetzt kommt's. Jetzt gibt's Krieg. So, jetzt müssen wir nämlich ein nacheinander auswechseln. Ansonsten platzt die Kiste nämlich bereits. So. Und schon ist die Kiste nur noch zu 14% gefüllt. Sehr gut. Alter, es ist krank. So, und schon macht die Doppelkiste doch Sinn. Tada. Das ist halt so krank, ey. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Aber kurz, wir haben ja normal, eine normale Kiste hat ja keine Ahnung. Eine normale Kiste. Gibt hier mal irgendwo normale Leute? Hier. 4 mal 8. Das heißt 32 Felder. Ja, das heißt, wir haben, ja genau, 3200, also ungefähr 3000. So, und dieses 3000, wie viel haben wir? Wir haben halt viel mehr, ne? Wir haben halt irgendwie 26.000, ne? 28.000. Ja, ist schon ein bisschen mehr. Es ist schon fast 9 Kisten. Wir hätten fast 9 Kisten voll Cobblestone mittlerweile. Also mehr als 4 Doppelkisten. Das ist schon echt krank. Alter Schwede, ey. Und es wird noch viel mehr mit diesen, bei diesen Werkzeugen hier. Ah, es wird ein Spaß. Oh mein Gott. Ja, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge beim fleißigen Steinabbauen.